In diesem Video wird es gefährlich, denn heute nehmen wir euch mit in die Welt der gefährlichsten Gangs Deutschlands. Dabei geht es nicht nur um offensichtlich gewaltbereite Gruppen, sondern auch um gefährliche Gangs, die komplett im Geheimen und abseits der Öffentlichkeit agieren. Eine von ihnen ist dabei sogar so krass, dass selbst die GSG 9 gegen sie kämpft, die sonst eigentlich nur gefürchtete Terroristen jagt. Es wird also spannend hier bei Wissenswert. Beginnen wollen wir mit einer Gang, die sowas wie die Mutter des organisierten Verbrechens ist. Und auch wenn sie ursprünglich aus Italien kommt, hat sie mittlerweile auch in Deutschland extrem viel Einfluss und breitet sich hierzulande seit Jahrzehnten aus. Die Rede ist von der 'Ndrangheta. Die 'Ndrangheta ist eine Mafia, die eigentlich im Süden Italiens zu Hause ist und von dort vor allem Häfen und Schiffe kontrolliert. Über die Zeit ist sie dabei zur wohl größten kriminellen Vereinigung der Welt geworden, die unter anderem durch den Schmuggel von illegalen Substanzen und den Handel mit Waffen jedes Jahr um die 30 Milliarden Euro umsetzt. Dabei agiert sie komplett im Geheimen und trifft sich nur ganz selten in großer Runde. Doch warum treibt die 'Ndrangheta inzwischen auch in Deutschland ihr Unwesen? Nach dem deutschen Wirtschaftswunder kamen vor allem in den 70er Jahren viele italienische Gastarbeiter in die Bundesrepublik. Unter ihnen befanden sich auch Mitglieder der Mafia, die ihre Geschäfte hier ausweiteten und hier vor allem ihr Geld waschen wollten. Nach dem Mauerfall zog es dann weitere Mitglieder der 'Ndrangheta in den strukturschwachen Osten. Vor allem dort und in NRW sind sie seitdem zahlreich vertreten. Laut Ermittlungen des Bundeskriminalamtes soll es inzwischen in ganz Deutschland ca. 60 Mafiazellen geben, die allesamt über 50 Mitglieder haben. Die Zahlen sind dabei jedoch extrem ungenau, da die 'Ndrangheta im Vergleich zu anderen Gangs nahezu komplett still agiert. Ohne dass es auffällt, nutzt sie Eisdielen und Pizzerien zur Geldwäsche oder investiert dank der hohen Bargeldgrenze illegal verdientes Geld in Wertanlagen wie Autos oder Immobilien. Allerdings wurde es auch in Deutschland schon mal laut um die 'Ndrangheta, zum Beispiel 2007. Damals eskalierte nämlich ein Streit zwischen verschiedenen Mafiosi, wodurch es in Duisburg zu mehreren Todesopfern kam. Seitdem hat auch die Politik das Problem erkannt. Allein im Mai 2023 waren 1000 Polizisten an einer Razzia bei der 'Ndrangheta beteiligt, bei der gigantische Mengen Rauschgift und Bargeld gefunden wurden. Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisberges. Auch in andere Geschäfte ist die Gang verwickelt und schreckt dabei auch nicht vor Gewalt zurück. Vor allem, da Deutschland für die Gang inzwischen ein geschäftlich enorm wichtiger Standort ist. Eine andere Gang, die der Staat als extrem gefährlich einkategorisiert hat, nennt sich Satudara. Doch wer sind die Satudara? Anfang der 2000er wurde in den Niederlanden eine Motorradgang gegründet, die vor allem durch bizarre Rituale auffiel. Bis dato hatte sich die Rockerszene grob in zwei Gangs aufgeteilt, die weltweit aktiv sind: die Hells Angels und die Bandidos. Beide Gruppen sind bis heute tief verfeindet und attackieren sich regelmäßig gegenseitig. Die Satudara wollten damals diese Feindschaft nutzen, um die Szene aufzumischen. Dafür stellten sie sich vor allem mit den Bandidos gut und versuchten immer wieder, die Hells Angels anzugreifen und ihnen ihr Geschäft streitig zu machen. 2012 kamen sie mit dieser Absicht dann auch nach Deutschland. Hier machte die Satudara genau das, was anderen kriminellen Rockerbanden auch vorgeworfen wird: der Handel mit Rauschmitteln und Waffen, das Betreiben von Bordellen oder die Erpressung von Schutzgeld. In Deutschland gingen sie dabei einerseits mit äußerster Brutalität vor, andererseits versuchten sie auf geschickte Art noch größer zu werden als die Hells Angels. 2013 riefen sie sich zum Beispiel zum ersten Rockerclub ohne Motorrad aus. Während andere Banden sich stark über ihre Motorräder definieren, war dies eine Möglichkeit für die Satudara, noch mehr Mitglieder anzuwerben und die Einstiegshürden zu senken. Dieser Plan ging auch auf. Schnell zählte die Gang unzählige Mitglieder und übernahm zunehmend das Geschäft. Ihr Chef Ali Osman wurde dabei zu einem Star der Unterwelt, der absolut unantastbar war. Bis der Staat dem ganzen 2015 einen Riegel vorschob. In diesem Jahr wurde die Satudara nämlich verboten und Osman musste sich vor Gericht verantworten, was ihm eine 6-jährige Freiheitsstrafe einbrockte. Die Gefahr ist jedoch immer noch nicht gebannt. Viele Ex-Satudaras treiben nämlich angeblich immer noch ihr Unwesen und zählen zu den gefährlichsten Kriminellen Deutschlands. Eine gefährliche Gang, die auch in Deutschland gegründet wurde, sind die Turonen. Und auch wenn ihr vielleicht noch nie von ihnen gehört habt, sind sie wohl eine der größten Bedrohungen für Deutschland.
Zumindest, wenn man dem Verfassungsschutz glaubt. Die Turonen haben nämlich nicht nur kriminelle, sondern auch politische Ziele. Für viele gelten sie als die gefährlichste Neonazi-Gang, die derzeit in Deutschland aktiv ist. Ursprünglich kommen sie aus der Nähe von Gotha, weshalb sie vor allem in Thüringen aktiv sind. Das Gesamtziel der Gang ist es dabei, Deutschland wieder in den Zustand zu bringen, in dem es vor Ende des Zweiten Weltkriegs war, und die Rassenideologien des Dritten Reichs wieder umzusetzen. Um dies zu erreichen, brauchen sie Geld. Dieses verdienen sie auf zwei Arten. Auf der einen Seite betreiben sie legale Plattenlabels für rechte Bands und veranstalten Konzerte, die vor allem von Neonazis besucht werden. Auf der anderen Seite sind sie aber auch im Rauschgiftgeschäft aktiv und handeln mit Waffen. Neben dem Betreiben eines Bordells in Gotha fallen sie dabei auch immer wieder durch gewalttätige Angriffe auf. 2014 attackierten sie zum Beispiel aus dem Nichts eine Kirmes in der Kleinstadt Ballstedt, bei der 10 Personen schwer verletzt wurden. Doch warum werden auch sie nicht verboten? Tatsächlich haben die Turonen vor allem lokal einige Kontakte in die Justiz. So wurden sie bis 2021 zum Beispiel durch den Anwalt Dirk Waldschmidt vertreten, der auf der einen Seite zwar als sehr gut, auf der anderen Seite aber auch als sehr dubios gilt. So wurde er unter anderem 2021 selbst festgenommen, da er angeblich Geld für die Turonen gewaschen hat, das diese wiederum mit dem Handel von Rauschgift verdient hatten. Mittlerweile sitzen zwar auch einige Mitglieder der Turonen im Gefängnis, dennoch ist die Gefahr nach wie vor groß, da gerade in Ostdeutschland immer mehr rechtsextreme Gruppen an Auftrieb gewinnen und mit der AfD sogar eine Partei bei den Umfragen ganz oben steht, die in Thüringen ebenfalls als rechtsextrem eingestuft wird. Eine Gang, bei der sich ebenfalls einige Rechte rumtreiben sollen, ist die Nordische Wut. Sie gilt als vermutlich gefährlichste und gewaltbereiteste Hooligan-Gruppe Deutschlands. Konkret handelt es sich um einige Fans von Hansa Rostock, die sich vor einigen Jahren von der eigentlichen Ultraszene abgespaltet haben und nun ihr Unwesen treiben. Die Hooligans der Nordischen Wut treffen sich nämlich immer wieder mit anderen Hooligans, um sich schwere Gefechte zu liefern. Dabei soll die Nordische Wut über einige Kontakte ins rechtsextreme Milieu verfügen. Ebenfalls soll die Gang Verbindungen nach Russland haben. Dort gilt die Hooligan-Szene als noch gewalttätiger als hier und sie organisiert sich in einem Netzwerk aus Banden und Kampfsportvereinen. Regelmäßig absolvieren russische Hools Trainingslager, bei denen ähnlich wie beim Militär harter Drill herrscht und die nur die härtesten durchhalten. Laut einigen Gerüchten sollen diese Trainingslager auch von Mitgliedern der Nordischen Wut besucht werden, die das Gelernte dann in ihren Kämpfen gegen andere Hooligans umsetzen. Ungeschriebene Regeln, wie dass man auf niemanden eintritt, der schon am Boden liegt, oder dass man ohne Waffen zum Kampf kommt, sollen dabei regelmäßig ignoriert werden. Dazu kommt, dass sie bei Choreografien im Stadion öfters mit rechter Symbolik aufgefallen sind. Auch wenn die Nordische Wut also keine Angriffe auf Unbeteiligte ausübt, ist sie aufgrund ihrer Gewaltbereitschaft eine der gefährlichsten Gangs Deutschlands. Neben all diesen Gangs gibt es jedoch noch eine Art von Gang, die in den letzten Jahren mehr Schlagzeilen gemacht hat als alle anderen. Und zwar Clans mit meist arabischen Wurzeln, die ihr Unwesen in der Unterwelt treiben. Neben bekannten Familienclans wie Abu Chaka oder Remo gibt es noch eine weitere arabische Großfamilie, die aktuell vor allem Norddeutschland in Atem hält, und zwar der Miri-Clan. Der Miri-Clan soll vor allem in Bremen das Rotlichtmilieu und den Substanzhandel kontrollieren, sich mit der Zeit aber auch nach Berlin und NRW ausgeweitet haben und in ganz Deutschland mittlerweile 8000 Mitglieder haben. Einige von diesen sind dabei besonders auffällig. Zum Beispiel Ahmad Patron Miri, der sich einige Zeit als Rap-Manager versucht hat und immer wieder Mittelpunkt zahlreicher TV-Dokumentationen war. Noch gefürchteter ist jedoch ein Mann namens Ibrahim Miri. Er war unter anderem Chef des Rockerclub Mongols und soll ganz oben mitgespielt haben, wenn es um deutschlandweiten Rauschmittelhandel ging. Dafür saß er 2014 dann auch mehrere Jahre im Gefängnis. Nach seiner Entlassung hatte der Staat 2019 jedoch genug und schob ihn in den Libanon ab, wobei sogar die GSG 9 helfen musste. Dort blieb Ibrahim Miri allerdings nicht lange und bereits wenige Wochen später tauchte er wieder in Bremen auf. Vermutlich war er damals illegal mit einem LKW erneut in Deutschland eingereist, um weiter sein Unwesen zu treiben. Und das, obwohl nach seiner Abschiebung die Gesetze zur Grenzkontrolle massiv verstärkt wurden. 2 Jahre später wurde er dann wieder abgeschoben. Die Strukturen des Miri-Clans sind jedoch nach wie vor intakt und stellen für den Staat eine große Herausforderung dar, wenn es darum geht, Kriminalität und Selbstjustiz zu bekämpfen.
Schreibt uns an dieser Stelle doch mal in die Kommentare, welche dieser Gangs ihr am furchteinflößendsten findet. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, checkt gerne auch mal dieses Video ab und ansonsten abonniert Wissenswert für mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.